Ich grüße euch zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Part. In diesem Part schauen wir uns an, wie es weitergeht. Und zwar, ich glaube, wir müssen jetzt hier nach unten hier hin. Auch wenn da gerade Jack und Kelly sich duellieren. Aber vielleicht geht es ja dort weiter. Und es geht auch dort weiter. Sehr gut. Alles klar, hier können wir speichern. Hier hätte ich eigentlich auch im letzten Part gleich hingehen können, aber egal. Soweit denke ich ja gar nicht. So. Akiza und Misty ist es, glaube ich, ne? Ich bin die Hexe der Schwarzen Rose und hier wirst du deinen Schöpfer begegnen. Akiza? Dann zeigst du mir also endlich dein wahres Ich. Wenn du es wagst, dich mir in den Weg zu stellen, werde ich deine Existenz auslöschen. So wie du meinen Bruder ausgelöscht hast, nicht wahr? Jetzt, Hexe, bist du an der Reihe. Im Jenseits kannst du Frieden mit meinem Bruder schließen. Akiza, was ist los mit dir? Das ist es. Ausgezeichnet. Ah, Seiya, was geht? Besiege sie, Akiza, mit deiner entfesselten Macht. Bist du stärker als jeder Darkseiner? Hey, Seiya, wohl arbeitslos, seitdem die Arcade-Bewegung nicht mehr da ist, was? Oh, ich hätte nie gedacht, dich hier zu finden. Akiza ist jetzt unter meiner Kontrolle. Die Arcade-Bewegung wird im neuen Ruhm erstrahlen. Misty, wie dumm du warst, durch meine Manipulation zum Darkseiner zu werden. Akiza hat deinen Bruder nicht getötet. Er starb lediglich während eines unserer Experimente. Er war ein erbärmliches Kind, das selbst das herzharmloseste Experiment nicht aushalten konnte. Du hingegen warst ziemlich begabt, zumindest während du unter der Gehirnwäsche unterlagst. Nun werde ich dafür sorgen, dass du für all den Ärger bezahlst, den du mir bereitet hast. Mit der Kiese unter meiner Kontrolle brauche ich niemand anders. Ja, gut, du willst dich also duellieren, meinetwegen, aber erstmal muss ich speichern. Alles klärchen, dann hier. Duell gegen Seiya. Ach, warte, ist ein normales Duell. Dann sollte ich vielleicht mein Deck vorher noch anschauen. Und überprüfen, ob da auch alles drin ist, was ich gerne hätte. Ich habe keine Synchro-Monster drin. Die müssen rein. Ich muss immer Synchro-Monster in meinen Decks haben. Ich habe auch in meinem Turbo-Deck, im Turbo-Duell-Deck, auch keine Synchro-Monster drin. Komischerweise. Anscheinend habe ich das damals vergessen. Ich hau jetzt einfach alle Monster rein, die vom Typ, ja, die einfach Synchro-Monster sind. Auch wenn ich manche nicht spielen kann, wie zum Beispiel die hier. Die kann ich zum Beispiel nicht spielen, weil ich kein Pflanzenmonster habe. Aber immer noch besser als nichts, ne? Okay. Dann duellieren wir uns jetzt gegen Seiya. Mit der Kiese unter meiner Kontrolle brauche ich niemand anders. Hat er bereits schon erwähnt. Oh, ich will auch so eine schicke goldene Dual-Disc haben. Die ist cool. Wo kann man die kaufen? Ich habe die mir bei eBay ersteigert. Für 20 Euro. Boah, 20 Euro ist ganz schön teuer. Wäre mir nicht 20 Euro wert. Höchstens 19 Euro. So, ich ziehe. Ist wieder ein normales Duell, kein Turbo-Duell. Jetzt können wir unsere Zauberkarten spielen, wie wir Bock haben. Ohne Einschränkungen wieder. So, ich setze diese Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Eine genmanipulierte Frau. Kiesa ist auch ein bisschen manipuliert worden. Naja, einmal pro Spielzug kannst du 1000 Lebenspunkte zahlen, um eins deiner aus dem Spiel entfernten Monster vom Typ C wählen. Füge es deiner Hand hinzu. Den Effekt kann er benutzen, wenn viele seiner Karten entfernt wurden. Durch den Effekt meines Monsters, jetzt zum Beispiel, was er jetzt gerade aufgedeckt hat. Denn mein Effektmonster bewirkt, dass alle Karten jetzt aus dem Spiel entfernt werden. Ähnlich wie bei Verwandte des Strahlens oder Makrokosmos. Jetzt noch eine verdeckte Karte, okay.
Ich habe einen Makrokosmos gezogen. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich dieses Monster zerstören, indem ich meinen Dimensionsalchemisten spiele und seine Angriffspunkte erhöhe, indem ich eine Karte entferne. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Mittel. Und es ist Verbanner des Strahlens. Okay, gut, die hätte mir nicht weitergeholfen im nächsten Zug. Jetzt zerstöre ich die manipulierte Frau. Ich hoffe, er hat nichts Fieses verdeckt gesetzt. Nein, hat er nicht. Sehr gut. Jetzt sind wir im Vorteil. So, in der Main Phase 2 werde ich Makrokosmos setzen. Und meinen Zug dann auch beenden. Und wenn er es jetzt zerstört, mein Monster, kriege ich meinen Verbanner des Strahlens auf die Hand als Ersatz. Warte, nein, der landet ja nicht dann auf dem Friedhof. Ich habe ja mein anderes Monster, lässt es ja dann es dann aus dem Spiel entfernen. Okay, dann kriege ich kein Monster auf meine Hand, da das Monster ja jetzt entfernt wird. Alles klar. Wir kriegen ein bisschen Damage. Halb so schlimm. Jetzt sind die Lebenspunkte wieder ausgeglichen. Jetzt aktiviere ich Makrokosmos. Und er zerstört sie sofort, meinetwegen, wenn du sie nicht magst, entfernen wird sie trotzdem. Du bist das eine ziemlich schlechte Zauberkarte. Reißende, wie heißt die Karte? Mystischer Ramtafun ist deutlich besser, denn man muss dann keine Lebenspunkte dafür zahlen. Und man kann die auch jederzeit aktivieren. Die kann man auch jederzeit aktivieren. Allerdings kann man mit dieser Karte nur offene Zauber- und Feinkarten zerstören. Und mit Mystischer Ramtafun kann man jede Zauber- und Feinkarte zerstören, die man gerade eben haben möchte. So, jetzt spiele ich die Überlebende und zerstöre seinen telekinetischen Schocker. Es gibt ihm 100 Lebenspunkte Schaden. Und jetzt bin ich mein Zug. Jetzt ist er wieder an der Reihe. Für ihn steht es gerade nicht so gut. Denn er muss mein... Ja, er muss mein Ding zerstören, mein Monster in die Verteidigungsposition. Um meinen Didi-Überlebenden dauerhaft entfernen zu können. Denn mein Didi-Überlebender kommt ja immer wieder zurück, wenn er entfernt wird. Und selbst wenn er ihn jetzt zerstört, ja, hat ihm 500 Punkte abgezogen, um mein Monster ein bisschen zu schwächen. Das war ein blöder Zug von ihm. Denn es hatte 400 Punkte verloren, nur um ja, ein Monster von mir zu zerstören, was wieder zurückkommt. Und jetzt ist er wieder aufgeschmissen. Zarbok. Ich könnte jetzt mein Didi-Überlebenden opfern, er kommt ja sowieso wieder. Und Zarbok spielen, dann zerstöre ich mit dem Effekt von Zarbok sein Psi-Monster. Und das mache ich auch. So, ich zerstöre sein Psi-Monster und dann greife ich ihn direkt an. Und reduziere seine Lebenspunkte. Ich hätte auch Seelentausch benutzen können. Stimmt, sehe ich jetzt erst jetzt gerade. Naja, egal. Ja, Seelentausch wäre vielleicht besser gewesen. Aber egal, man kann nicht immer perfekt spielen. Das ist ja eigentlich ein kleiner Fehler. Verdammt, dann habe ich ja mein Ziel schon erfüllt in diesem Part. Eigentlich wollte ich in diesem Part nur Seher besiegen, aber das scheint ja viel zu leicht zu sein. Hoffen wir, dass noch was kommt, mit das uns Seher ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten wird es ein ziemlich kurzer Part. Alles klar. Ich glaube, das gewinnen wir. Ohne Probleme. Halt, nein! Dieses Mal mache ich es mit Seelentausch. So. Gut, ich lerne mir mal dein Monster aus, Seher, wenn es
in Ordnung ist, ne? Gut, dann biete ich dein Monster als Tribut an, spiele Möbius, mach deine verdeckte Platz und dann greife ich dich direkt an und ich gewinne. Ja, was auch immer das war, es ist jetzt zerstört worden. Es ist ein Defekt. Falls diese Karte nur aktiviert, diese Karte nur, falls ein offenes Zielmonster von Typ. Oh, ein offenes Zielmonster. Falls du ein offenes Zielmonster kontrollierst. Und wähle das Monster. Es kann deinen Gegner in diesem Spielzug direkt angreifen. Am Ende der Battlephase übergibt die Kontrolle über das Monster an deinem Gegner. Alles klar, nicht so besonders ganz einsetzbar gewesen gegen uns. Warum kann ich... Achso, ich habe Seelentausch benutzt. Verdammt, ich kann nicht angreifen. Habe ich ganz vergessen. Wenn ich Seelentausch benutze, kann ich ja nicht angreifen. Okay, aber mein Feld ist eh schon unzerstörbar. Im nächsten Zug spiele ich schwere Sturm und dann hat sich's erledigt. Ah ja, wieder so eine unnötige Falle von ihm. Gut. Jetzt tue ich sicherheitshalber noch mal rechnen. Ja, allein das sind schon fast 5000. Das kommt hin. Also zum ersten. Und der K.O.-Schlag. Game over. Ich habe mein Ziel schon erfüllt in diesem Part. Und das nach 10 Minuten. Ah, wie konnte ich schon wieder verlieren? Solange ich Akiza habe, bist du wertlos für mich. Okay. Ach, ich mache den Part jetzt einfach weiter. Bei so einem kurzen Part, den kann ich doch nicht bringen. 12 Minuten, was ist denn das? Das sind ja Babyparts. So was machen so Anfänger-Let's Player, so kurze Parts, aber ich doch nicht. Ich mache hier XXL-Parts und nicht so Mini-Parts hier. So. Janka, Akiza verhält sich seltsam. Ach, hast du schon wieder so einen Anfall? Zuvor hat sie ihre Kräfte genutzt. Dann hat sie einen Blick auf diesen Kerl geworfen. Und plötzlich ist sie wie eine Puppe. Was? Und jetzt, Akiza, besiege auf der Stelle diesen dummen Darkseigner. Ja, sehr. Was? Hat er sie wirklich unter Kontrolle? Und war er wirklich verantwortlich für den Tod von Mistys Bruder? Was hast du gesagt? Ach, diese Tratschtanten. Egal. Ja, ich war es, der deinen Bruder getötet hat. Er war nichts als eine dumme Spielfigur für mich. Genau wie du. Dafür werde ich dir nie vergeben. Wenn du jemanden hassen willst, hasse deinen Bruder dafür, dass er so erbärmlich schwach war. Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich opfere dir meine Seele, befreie dich von deinem Bann. Erdgebundener und sterblicher... Was? Scheiße, ich kenne den Namen von den Erdgebundenen nicht. Jaracharya! Oh Gott. Seiya, deine Zeit ist abgelaufen! Huch, Seiya ist verschwunden. Er hat sich in Luft aufgelöst. Ich habe meine Rache bekommen. Ich habe keinen Grund mehr zu kämpfen. Es tut mir leid, Akiza. Du hast tatsächlich nichts mit dem Tod meines Bruders zu tun gehabt. Was ist das? Der einzige Zweck eines Darkseigners ist es, die Seiners zu besiegen. Dafür wurdest du wieder erweckt. Das kann nicht sein. Es tut mir leid, ich kann die dunkle Macht in mir nicht länger kontrollieren. Bitte haltet mich auf. Seigner, mach dich bereit. Hä, Misty?
Akiza? Oh nein, Akiza hat keine Ahnung, was passiert. Bitte, Yanka. Rette Akiza. Und Misty. Ach, bin ich schon wieder der, der alles machen muss hier. Unglaublich. Du glaubst, du könntest mich bedrohen. Um dich werde ich mich zuerst kümmern. Sie versucht zu widerstehen. Ihre Kräfte sind instabil. Damit kannst du während der Main-Phase die Kartenposition des Monsters nicht verändern. Ah, wieder so eine Sonderregel. Wenn du besiegt bist, wird sie vielleicht ihren Widerstand lockern. Mach dich bereit. Erstmal speichern. Damit kann ich mich überall rausreden. Immer speichern, immer speichern, immer speichern. So, wo ist der Speicherpunkt nochmal? Wo ist der Speicherpunkt? Ach, da bist du ja. Warum am anderen Ende der Map? Warum nicht in der Map? So, in der Mitte. Ach ja, richtig. Weil man dann immer so viel laufen, weniger laufen muss. Und weil viel Gelaufe mehr Geld für Konami einbringt. Mhm. Jetzt geht das schon wieder los, ich weiß. Aber es stimmt. Allein das Duell gegen Saya war wieder ein Grund, das Spiel wieder in die Länge zu ziehen. So. Also gut, Misty. Erstmal ein Safe State. Verdammt, was habe ich hier? Den Ältesten, und zwar 22. August. So. Ah, endlich wieder ein ganz normales Duell. Leider aber auch wieder mit einer verdammten Sonderregel. Denn jetzt können wir unsere... Ja, jetzt können wir die Position unseres Monsters nicht ändern. Aber ich glaube, auch so müsste ich Misty schlagen können. Denn Misty hat nicht so ein besonders starkes Deck für einen Darkseigner. Und wir haben eine sehr schlechte Hand gezogen. Zauber, Zauber, Falle, Monster, Tributmonster wohlgemerkt, und eine Falle. Und ihr Deck spielt darauf Hand? Handlock-Deck? Ach, ich habe keine Ahnung. Alles klar. Ich würde sagen, zunächst machen wir hier ihr verdecktes Monsterblatt, was auch immer das ist. Ah ja, irgend so ein reptilisches Monster. Reptilianische Viper. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du ein offenes Monster mit 0 ATK, das der Gegner kontrolliert, wählen und die Kontrolle darüber übernehmen. Gut, ja, man muss dazu sagen, ihr Deck spielt darauf, die Angriffskraft unseres Monsters auf 0 zu senken, um dann solche Effekte wie zum Beispiel dieses Monster hier ja dann einzusetzen. Einsetzen zu können. Oder was auch immer. Ihr wisst schon. Einsetzen halt. Benutzen. Und so. Okay. Leider habe ich keine gute Hand. Ich muss mich jetzt mit Fallenkarten irgendwie abwehren. Oder irgendeinen Angriff abwehren. Oder mich verteidigen. So, mein Zug ist beendet. Skylla. Falls diese Karte ein Monster mit 0 ATK durch Kampf zerstört, kannst du das Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof auf deine Spielfeldseite in die offene Verteidigungsposition beschwören. Die Effekte des Monsters werden annulliert. Und ich sehe gerade, sie hat Karten in ihrem Extra-Deck, sie hat also ein paar Synchro-Monster. Gut, sie will mich direkt angreifen, das heißt, reißen Attribut. Ich hätte noch gerne Makrokosmos als Kette angehängt, aber leider geht das nicht. Was ist das? Aktiviere diese Karte nur, falls alle Monster in deinem Friedhof vom Typ Reptil sind. Wähle ein Nicht-Empfänger-Monster von deinem Friedhof, beschwöre es, als Spezialbeschwörung zerstöre es, während der Endphase. Ach verdammt, jetzt ruft ihr Monster einfach wieder und kann mich angreifen. Das ist doch gemein. Ist das ein Ausdrücken-Zauber? Nein. Na gut, dann als Kette Makrokosmos und der Schnellzauber dann noch als dritte. Warum kann ich das nicht machen? Ich check das mit den Ketten nicht. Das muss ich nicht verstehen. Ja, los, greife ich direkt an. So, was zerstöre ich denn? Ich würde sagen, die ist gefährlich. Die muss weg. Gut, wegen einer schlechten Hand 1800 Damage bekommen. Aber ihr Monster ist jetzt dafür auch nicht mehr da.
Gehirn kommt. Jetzt hätte ich es gebraucht, wenn die Monster da wäre. Dann hätte ich es opfern können und den hier. Warte, nein, ging ja gar nicht, denn dann wäre ich mein eigenes Monster zerstört worden. Verdammt. Wieder eine schlechte Hand. Das ist der Nachteil, wenn man Yu-Gi-Oh! Spielt. Man kriegt manchmal eine sehr schlechte Hand. Und das ist allgemein bei jedem Kartenspiel so, dass man nicht immer eine perfekte Hand haben kann. Ah, sie hat zum Glück auch nichts anderes. Und eine Feinkarte. Wieder kein Monster Stufe 4 oder niedriger. Super. Endphase. Kann nichts machen. Was für ein Scheiß. Jetzt spielt sie ein Monster bestimmt. Aber es ist in der Verteidigungsposition. Ich kann es also nicht kontrollieren. Da das Monster offen sein muss, damit ich Gehirnkontrolle einsetzen kann. Und ein Tributmonster. Was will man mehr? Scheißendreck. Mein Deck will mich wieder trollen. Das ist jetzt schon der zweite Zug, an dem ich nichts machen kann. Und das hintereinander. Mausoleum des Kaisers. Jetzt kann sie ihren Endrunden spielen. Jetzt hat sie ein Spielfeldzauber. Sie aktiviert den Effekt ihrer Zauberkarte. Und versucht sie sich. Sie hat ihren Erdgebundenen beschworen. Erdgebundener Unsterblicher Chakucharaiwa, kann ich nicht aussprechen. Effekt, es kann nur ein offenes erdgebundenes Monster auf dem Spielfeld liegen. Falls keine offene Spielfeld-Zauberkarte auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese Karte. Dein Gegner kann diese Karte nicht angreifen. Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen. Wenn diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört wird, außer durch ihren eigenen Effekt, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Ist klar. Jetzt kriegen wir einen direkten Angriff von ihrem Erdgebundenen. Ich habe eine fiese Idee. Könnte ich mir jetzt den Erdgebundenen mal kurz ausborgen. Es sie dann direkt angreifen. Dann ist Opfern, Kaios spielen und ihren Feldzauber platt machen. Oder ihre verdeckte Monsterkarte. Kann sie im nächsten Zug allerdings einen weiteren spielen. Aber ihr Mausoleum des Kaisers wird, ja. Oder ich spiele Seelentausch. Leime ihr Monster, leime dieses Monster hier aus. Entferne diese Karte aus dem Spiel. Es wird ja nicht zerstört, sondern es ist ein Positionswechsel. Da die Karte dann entfernt wird, sie kriegt 1000 Schaden. Aber ich kann sie nicht mehr direkt angreifen. Oder ich mache es so: Ich spiele Seelentausch, opfere ihren Erdgebundenen, spiele das Monster und mache das Monster platt durch den Effekt von dem hier. Aber ich bin glatt verlockt, ihr Monster sie mal auszuborgen. Allerdings kostet mir das 800 Punkte und ich kann mir solche Effekte langsam nicht mehr leisten. Je weniger Punkte ich dann habe. Soll ich ihr Monster klauen, sie direkt angreifen und dann das Monster opfern? Ich glaube, ich mache das. Gebt mir Chakucharaiwa oder wie dieses Monster auch heißt. Hehe, ich kontrolliere mal wieder einen Erdgebundenen. Ach, ist das lustig. Okay, jetzt greife ich sie direkt an. Wenn sie ihr eigenes Monster zerstört, werden alle Karten entfernt. Oder zerstört in dem Fall. Na, wie fühlt es sich an, von deinem eigenen Erdgebundenen angegriffen zu werden? Nicht gerade schön, ne? So, Moment. Ach, Seelentausch kann ich ja nicht aktivieren, wegen dieser beschissenen Regel vom Spiel, da ich meine Battlephase zwingend immer überspringen muss. Ansonsten hätte ich jetzt das Monster geopfert, Kaios beschworen und die Monster dann entfernt. Dann hätte ich die 1000 Punkte Schaden bekommen. Verdammt. Alles klar, dann spiele ich jetzt Kaios und entferne ihren Feldzauber. Ich könnte auch. Nee, wenn sie den Erdgebundenen spielt, dann habe ich verloren, dann greift sie mich direkt an. Ich muss den Feldzauber jetzt zerstören.
Wenn sie natürlich einen weiteren hat auf der Hand, dann ist es natürlich wieder schlecht. Ach ja, übrigens kann ich den Effekt auch benutzen, daran habe ich vorhin gerade nicht gedacht. Ansonsten hätte ich vielleicht überlegt, ja, vielleicht die Punkte dafür herzugeben und auch Entenmonster zu spielen. Naja, egal. Gott, die spiele ich sicherheitshalber nochmal. Und Endphase. Vielleicht kann ich ja wieder versuchen, mit Rückkehr aus der anderen Dimension das Duell zu beenden. Oh nein, ein weiteres Spiel fällt Zauber. Allerdings muss sie zwei Monster opfern und sie hat die zwei nötigen Monster nicht. Frische Plasmazone erhöht die Angriffskraft aller Monster vom Typ Finsternis um 900. Um 500. Das gilt auch für unser Karius, da Karius ein finsternes Monster ist. Alles klar, soll ich Seelentausch benutzen? Ja, ich glaube, ich benutze Seelentausch und opfere ihr Monster. Halt, warte, ich muss dann zwingend dein Monster zerstören. Andererseits kann ich dann den OTK dann versuchen. Na komm, ich mach's jetzt einfach. Nein, kann ich dann nicht. Ich kann es ja dann nicht. Ach, egal, komm, ich opfer jetzt Kaius. Genau, ich spiele das hier. Jetzt muss ich zwingend ein Monster zerstören. Ich kann auch das eigene Monster zerstören. Genau, ich zerstöre mein eigenes Monster. Also das hier und nicht Kaius. Kaius ist ja stärker. Und im nächsten Zug spiele ich diese Karte und das Ganze müsste gegessen sein. Leider kann ich in diesem Zug nicht mehr angreifen, da ich die Karte Seelentausch gespielt habe. Zerstört den Feldzauber und setzt einen. Oh nein, nicht Mausoleum des Kaisers. Wer ist die Karte? Oh. War es Mausoleum des Kaisers? Ich glaube schon, ne? Die Karte heißt doch Mausoleum des Kaisers. Ja, genau. Okay, jetzt kann ich das Duell beenden. Gut, ich spiele zuerst schwere Sturm, da könnt ihr als Kette noch Rückkehr aus der Dimension anhängen. Genau. Zum ersten. Nein, Waboku! Ah, jetzt kriegt sie keinen Kampfschaden, das heißt, ich kann es mit dem OTK jetzt vergessen. Naja, aber immer noch besser, wenn ich jetzt blind angegriffen hätte und sie dann. Ja, dann hätte ich die Hälfte meiner Lebenspunkte zahlen müssen. Für gar nichts. Das ist vielleicht besser, als wenn ich jetzt meine ganzen Karten verliere. Ja, das wäre vielleicht schlechter, als wenn... ihr wisst schon, was ich meine. Glaube ich zumindest. Ja, ich kann jetzt angreifen, aber sie kriegt keinen Kampfschaden wegen ihrer Waboku-Karte. Ich kontrolliere aber immer noch das Feld. Gut, ich decke meine Makrokosmos-Falle auf. Jetzt werden alle Karten wieder entfernt. Und Verbanner des Lichts. Die spiele ich verdeckt. Und jetzt zerstöre ich mit Kaius ihr verdecktes Monster. Ich hoffe, es ist nichts Fieses. Irgendein Flip-Monster, was die Angriffskraft meines Monsters auf 0 reduziert oder sowas. Okay, gut. Dann Endphase. Ich hab's euch ja gesagt, Misty ist nicht gerade der beste Duellant in diesem Spiel. Ich würde sogar sagen, dass sie die schlechteste Dark Signer ist. Okay, großes Auge. Ich könnte sie mit diesem Monster direkt angreifen, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich dieses Monster noch als Flip-Monster benutze. Jetzt zerstöre ich mit Kaius, ihr verdeckt es nochmal. Alles klar, wieder so ein fieses reptilianisches Viper-Monster. Gut, je weniger Monster sie in ihrem Deck noch hat, desto schwerer wird es für sie, ihren Erdgebotenen spielen zu können.
Ich glaube, dass sie eh schon fast keine Feldzauber mehr hat. Wir haben zweimal Mausoleum des Kaisers von ihr zerstört. Und auch noch den anderen Feldzauber, mystische Plasmazone, haben wir zerstört. Cool, jetzt kann ich zum Rechnen anfangen. 2400 plus 1600, das sind genau 3000. Ne, es sind sogar mehr als 3200. Gut, dann muss ich sie eigentlich nur mit diesen zwei Monstern direkt angreifen und das Duell ist beendet. Also zum ersten. Und der Todesstoß. Jetzt wird Misty wieder ein bisschen Licht in ihrem Kopf gebracht hier. Tobi! Gut, neue Boni. Misty! Danke. Akiza, sieh mich nicht so an. Du musst diese Welt als Zeichner beschützen. Ich hoffe, du wirst uns nicht vergessen. Misty. Akiza, lass uns die Kontrolleinheiten versiegeln gehen. Das hätte Misty so gewollt. Ja gut. Die Kontrolleinheit wurde versiegelt. Akiza! Ich bin... in Ordnung. Nein, du solltest dich ausruhen. Du hast einiges durchgemacht. Es ist nur noch eine Kontrolleinheit übrig. Herr Atlas kann sie sicherlich in kürzester Zeit versiegeln. Janka, ich bringe Akiza zurück nach Hause. Würdest du bitte hier bleiben und dafür sorgen, dass die letzte Kontrolleinheit versiegelt wird? Nein. Danke, viel Glück. In der Zwischenzeit... Kelly, halt durch, stirb jetzt nicht! Ich habe immer Menschenbewohner, die hart arbeiten, so wie du, Jack. Kelly! Bitte, rette die Welt, Jack. Ich werde immer da sein und dich anfeuern. Jack, ich liebe dich. Okay, das jetzt zu sagen war total schwul, aber gut. Dun 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 dun. Kelly. Ein heller Licht blitzt in der Ferne. Die letzte Kontrolleinheit scheint versiegelt worden zu sein. Alles eines. Schön, dich alle zu sehen. Mein Name ist Roman. Ich sehe, es ist euch gelungen, alle Kontrolleinheiten zu versiegeln. Zum Feiern ist es leider zu früh. Die Energie der Kontrolleinheiten wurden bereits im alten Monumentum-Generator gesammelt. Ich muss nur das Tor zur Unterwelt am alten Monumentum-Generator öffnen und die Welt wird untergehen. Wenn ihr dies verhindern wollt, kommt mich besuchen. Ich bin beim alten Monumentum-Generator. Kommt bitte, dann kann ich euch zermalmen und eure Seelen dem König der Unterwelt opfern. Gut, aber zunächst speichern. Ja, wieder meine Ausrede, ich weiß. Aber hey, speichern ist immer gut. Speichern, speichern, speichern. Bevor was verloren geht, ne, ein Spielstand oder so, ist es immer wichtig zu speichern. Gut, okay, wir haben gespeichert. Jetzt stelle ich mich in, ja, schon mal in die nächste. Ja, ich gehe schon mal zum nächsten Punkt, wo ich den Part dann beenden werde. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Das Duell gegen Roman. Einem der Anführer der Darkseigner, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt wird's auf jeden Fall richtig, richtig krass.
Gut, dann beende ich den Part hier an der Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Part. Duell gegen Roman, den Anführer der Darkseigner, glaube ich zumindest, ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich es falsch gelegen habe. Gut, also dann bis zum nächsten Part. Ciao.